Ey, yo Leute, was geht? Herzlich willkommen für eine Runde PBE und es gibt keine Seraphinen. Ich hätte sie picken können, aber ich bin Jungle und ich bin nicht hergekommen für sie, weil ich sie wahrscheinlich... Wo ist das kacke Jungle-Item hier nochmal? Oh mein fucking... Warte mal, ich will Blues Might haben, genau, okay. So Leute, wir spielen Brand Jungle, denn Brand hat einige echt krasse Buffs bekommen. Und zwar seine Ulti kann auf ihm selbst bouncen. Was schon mal mega, mega nice ist. Warte mal, invaden die mich? Das habe ich schon gepennt, ne? Ey, bitte nicht invaden. Was schon mega, mega nice ist. Und seine E ist jetzt immer AOE-Damage. Ja? Also es wird immer spreaden. Dafür ist die Base-Range kleiner. Wenn ein Ziel angezündet worden ist, dann... Also ich glaube, die normale Range ist bei 300. Und wenn jemand angezündet worden ist, ist die Range auf 6. Warte mal, was gehe ich denn lieber? Ich glaube, ich nehme Q einfach auf Level 1 mit. Einfach nur, weil ich es am häufigsten nutzen kann. I guess, oder? Ja, warte mal. I start Wolves. I'm fine. Lass mal eben was ausprobieren, okay? Eigentlich hätte ich lieber Raptor starten sollen. Na, egal. Ja, okay. Ne, ihr seht hier, das spreadet hier auch sofort. Was schon mal sehr nice ist. Gerade wenn man einen Talisman dabei hat und dann den halt problemlos damit procken kann. Oh, ich verliere aber schon sehr viel Leben, ne? Also wie gesagt, Leute, ich probiere das hier einfach nur aus. Ich glaube, ich hätte doch am Blue Wolf anfangen sollen. Ich glaube, das wäre die etwas smartere Lösung gewesen. Ja, die Wölfe kill ich jetzt schon fast. Okay, dann nehme ich jetzt Kurve Level 2 mit. Komm her. Ich glaube auch, das sollte Brand so diese Möglichkeit geben, als richtig AP-Jungle zu funktionieren. Leute, lasst mich schwören, ich glaube, vor ein paar Patches hatte Riot Brand nämlich schon mal gebufft. Und zwar, damit er auch irgendwie besser jungeln kann. Vielleicht irre ich mich da jetzt auch, ne? So, das kann jetzt natürlich auch sein. Krieg ich den hin? Oh, das sieht mir aber sehr gefährlich aus. Müssen erstmal ein bisschen weghalten. I mean, ein zweites Smite wäre cool gewesen. Ja, den kriegen wir hin. Aber allein schon, weil seine Skirmish-Power so fett gebufft worden ist, dadurch, dass die Ulti auch auf ihm selbst bouncen kann, ist das mega, mega nice. Und auch gerade in Fights, ne? Im Normalfall, wenn man gut spreaden möchte, ist man meistens gezwungen gewesen, mit der Ulti zu starten. Oh, warte mal, ich kann runterkommen. Meine Runen sind jetzt auch ein bisschen random, sag ich mal. Ich habe jetzt einfach spontan gemacht. Nice. Und, ah, warte, Krabbe ist da. Okay, nehme ich das hier eh mal mit. Ey, dass die jetzt schon... Geht die AFK? Okay, gehen wir jetzt eben einmal in die Base. Falls ihr es nicht wisst, ich muss mein Jungle-Item nicht mehr upgraden. Ich kann auch hier direkt auf eins der neuen Dingens gehen. Mythic-Items. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches auf Brand besser ist. Ich denke persönlich eher an Everfrost nach. Einfach nur, weil es mir nochmal erlaubt, extra... Okay. Extra meinen Gegner slowen zu können. Aber ich könnte auch für Ludens gehen, ja, damit ihr kurz wisst, worauf ich da achte. Liandris ist zwar schön und gut, aber ich weiß nicht, wie wertvoll Haste für mich ist. Ludens ist immer noch Ludens, nur es gibt mir einen Haufen Magic Pen nochmal. Bei Everfrost ist der Vorteil, ich krieg einen Haufen AP, was schon mal ziemlich cool ist, ja. Aber da ist nochmal extra das Slow drauf, der es mir ermöglicht, meine Combo leichter zu treffen. Deswegen tendiere ich eher darauf. Es kann jetzt natürlich sein, dass da meine Itembar komplett falsch ist. Ah, schade, ich dachte, der Brand hält lang genug. Haha. Der Brand hält lang genug. Na, wir starten die Combo immer mit der E, damit es spreadet. Dann W auf beide drauf für den maximalen Damage und dann Q einfach nochmal für den Stun. Ah, ich hätte den jetzt meinten sollen, fällt mir auf. Na egal. Ah, die brauche ich gar nicht anzugreifen. Ich kann es hier einfach einmal schnell, zack, spreaden. Easy. Alter, dass der Spread immer automatisch kommt, ist actually mega angenehm. So, gerade Raptors zu machen, Leute, ne? Gerade die Raptors zu machen. Zack, einmal in die Mitte hin. Dann zack, einmal mit der W spreaden. Zack, jetzt noch Q auf den Großen. Und er wird alle umbringen. Oder die sterben schon davor.
I guess, ich gehe mal wieder runter zur Botlane. Bevor die sich jetzt gleich gegenseitig zerfleischen. Wow, die Heilung ist actually not bad. Also ich habe also die Heilung von vom Ravenous Hunter hier. Wird sie weiter pushen? Nee, aber wir checken da mal eben kurz die Meta. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Rammus gleich kommen wird. Ich denke auch mit Brand kann man ab Level 6 sehr offensiv in den Jungle reinspielen. Nice. Ich habe zwar nichts getroffen, aber nice. Wir tun einfach mal so, als hätte ich den Tag gerettet. Oh, danke. Dieser kleine Knockout, der ist actually voll süß. So, wie oft muss ich noch smiten? Zweimal. Also, falls ihr das System nicht kennt, ihr müsst fünfmal insgesamt smiten, um dann das Smite eurer Farbe zu kriegen. In diesem Fall habe ich mit einem blauen Talisman gestartet. Und danach wird das Item auch konsumiert. Das bedeutet, ist, das Item verschwindet und ich behalte dann den Smite Buff dafür. Lol. Lol. Okay, lass mal eben kurz die Raptors vom Rammus mitnehmen. So, dann haben wir nämlich auch unser Level 6 fertig. Spread that shit, boy. So, Leute. Mein Ulti bounced auf mir selbst. Im Normalfall sollte ich jetzt in die Base gehen, um nochmal mein Gold auszugeben. Ne, Mann, Rammus ist rum. Nehmen wir das doch kurz eben aber mit. Ja, Rammus geht mit. Was ist denn das? Ah, okay. Das war die Animation, dass mein Smite gerade fertig ist. Ich nehme Yumi eben einmal mit. Oh, er kommt hier. Und jetzt ulte ich ihn und es bounced halt einfach auf mir selbst nochmal in ihn rein. Ey, das ist einfach die coolste Mechanik ever. Einfach nur dieses verstärkte 1v1-Potential, das Brand jetzt gerade einfach mal mitbringt. Ey, ich find's mega nice. Warte, wie toll ist der jetzt? Everfrost. Warte mal, 1, 2... Achso, ihr habt dieselben Part-Items. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir werden mal einfach für das Ludens gehen. Ja, wir gehen einfach mal für das Ludens. Ich glaube, es charge nicht mehr. Genau, es hat noch 8 Sekunden Cooldown. Oh, das schimmert ja. Cool. Ey, und die Items schimmern alle. Nice. Gut, wir werden hier eben kurz einmal die 3 Camps machen. Hä? Bin ich doof? Habe ich ihn verkauft? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Krieg ich den Kuh noch hin? Ah, nice. Okay, ich krieg das Camp jetzt etwas länger gestunt. Sehr schön. Gut, ich denke mal, ich mache danach dann nochmal die Krab. Oh, die gewinnen das auch alleine. Nice. Go, Yumi! Yumi! Oh! Es gibt kein Entkommen, MF. Oh, Leute, sie war smart genug, um ganz wegzulaufen. Okay, Leute, es gibt nur eine vernünftige Reaktion darauf, okay? Wir one-shotten jetzt einfach die MF, wenn sie herkommt. Und nicht vergessen. Oh. Oh lol! Oh lol! Krass, ich habe sie nicht zu Platzen gebracht. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Ich dachte, sie würde. Wir würden sie einschießen. Da hat ihr Doran Schild ihr vielleicht nochmal den Arsch gerettet.
Oder hat sich die benutzt? Nee, ich sehe zumindest keinen Cooldown drauf. Also kein Debuff. Krass! Ey, Leute, das ist ja wie in einem Ranked Game, Mann. Die pingen sich einfach alle. Ramos ist Mitte. She dead? No. Okay, es ist jetzt eigentlich kein guter Base, aber ich... Ne, warte mal, ich mach nochmal die Raptors mit. Und danach basen wir. Ramos top, okay. Okay, wir holen uns jetzt einen Ludens. Einfach nur, weil ich sauer bin. Ich bin sauer! Bam, Ludens Tempest. Okay, Leute. Also, falls ihr auch dieses neue Mythic-System nicht kennt, ihr holt euch quasi meistens immer ein Mythic-System zuerst, Item zuerst. Und dann kriegt ihr jetzt für jedes weitere Legendary-Item, das ihr kauft, also Legendary-Item ist quasi jedes richtig fertig gebaute Item, nochmal extra ein Stat oben drauf. Und in diesem Fall ist es Flat Magic Pen, die ich kriege. Ey, yo, Boys, what are you doing? Boys? Okay, wenn ich jetzt Pech habe, haben die hier eine Ward. Wenn ich jetzt Glück habe, haben die hier keine Ward. Ne, MF kommt nicht sofort her. Da ist noch Ward drin. Oh, brennt sie noch aus, brennt sie noch aus, brennt sie noch aus, brennt sie noch aus. Let's go! Okay, okay, okay. That's sexy. That's some sexy shit. Oh, wow, da steht sogar, wie viel Damage ich mit Loons bis jetzt am Gegner gemacht habe. So, warte mal. Mercury, Ionian, Sorcerer Shoes. Genau, nehmen wir die mit. Okay, und jetzt würde ich ganz normal... Warte, baut man noch Morello? Wurde es genervt? Lass mal eben kurz das abchecken. Leute, ich kenne mich noch nicht genau mit allen Items aus. Ich kenne die Mythic-Items, ja. Da müsste ich aber generell eh nochmal drüber nachgucken, wie ich sie anpasse. Bei Yannis zum Beispiel ist es halt cool, wenn man damit gegen Tank spielt. Grievous Wounds for 2 seconds, below 50%, 60. Okay, würde ich es überhaupt ausbauen? Doch, 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 das ist ja nicht gar nicht so ein bades Item. Bro, der wird mich killen. Den fasse ich nicht an. Warte mal, stimmt. Loons gibt eine Movement Speed, ne? So. Bumm. Bam. Pow. Oh, die Movement Speed fühlt sich ja echt nice an. Was hat sich Katarina überhaupt? Ich meine, Gumblade wurde ja ganz entfernt aus dem Spiel. Blade of the Rune. Ey, sie holt sich Borg? Okay. I mean, I don't judge. Echt? Geht der Ramos wirklich dafür? Der hat aber Eier. Das muss ich ihm wenigstens lassen. Der hat aber richtig Eier. Okay, komm, Boys. Wir gehen jetzt runter und töten beide. Lol. Holy shit, der hat ja noch, auch noch alles ready. Haha, dodge mal das. Ey, yo, ich meine, Leute. Oh Gott, Leute, PB-Aufnahmen sind immer so doof. Es gibt immer jemanden, der irgendwie AFK geht oder Rage quittet oder der Madness oder was weiß ich auch. Mir fällt immer wieder neu auf, wie doof der PB... Ah, warte mal, ich kann den Oblivion-Orb nicht einfach stehen lassen, ne? Ich muss den technisch gesehen ausbauen, damit ich...
den Mythic-Item-Bonus bekomme. Okay, jetzt habe ich mich da gerade selbst in der Falle... Ich meine, das sind halt extra 5 Magic Pen, die ich da nochmal kriege. Ich weiß jetzt nicht, ob das so kosteneffizient ist. Ich meine, die Healing Reduction brauche ich so oder so später. Von daher ist es fein. Aber generell sollte man da vielleicht ein bisschen aufpassen. Okay, wir nehmen mal den Sweeper mit und den hier. Es wäre echt cool, wenn es die Möglichkeit geben würde, den alten Shop wieder zu kriegen. Also, vielleicht bin ich das jetzt auch noch gar nicht gewohnt. Ah, okay. Ah, hier unten sind meine Items. Vielleicht bin ich das jetzt einfach selbst noch nicht gewöhnt. Ne, kann natürlich auch sein. Aber ich bin alt, Leute. Ich bin alt. Lass mal den Drachen jetzt mitnehmen. Da hat sie mich wieder gut gesight. Ey, der macht das gut. Der macht das gut. Das muss ich dem lassen. Ah, ich dachte, komm, du gehst hin, lässt deine Ulti bouncen an dir selbst. Und, also Leute, ihr dürft nicht vergessen, ne? Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Bounces, die man hier hat. Das heißt, es kostet mich technisch gesehen auch einen weiteren Bounce. Ich krieg die Ulti aber mindestens 3-mal auf den Gegner drauf, ne? Dann Ulti, Gegner, ich und dann wieder Gegner. Aber ja, okay, warte mal. Wie baue ich jetzt weiter? Im Normalfall holt man sich gerne Liandris. Liandris kann ich mir nicht kaufen. Liandris ist so ein Mythic-Item. Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, wir gehen auf einen Rabadons. Aber wir müssen hier nochmal kurz nachgucken. Was wir nochmal hier so alles an möglichen Optionen haben. Leute, zum Glück gehen wir jetzt gerade in der Hub Academy die Items an, die es hier gibt. Also, so dass wir schon mal für die Preseason vorbereitet sind. Ich glaube, als erstes kommen die Mythic Items. Dass ihr versteht, wann ihr euch welches kauft. Und danach kommen die Legendary Items und die neuen kleinen Items, die da sind. Genau für Vollidioten wie uns, Leute. Ey, killt sie wenigstens noch. Okay, nice. No, jetzt habe ich noch mega viel Damage drauf bekommen. Oh, Sonjas wäre interessant. Demonic Embrace. Dealing Ability. Enemy cost max health as a magic damage every second for 4 seconds. Ne, ist ein Tank-Item. Major ist eh nicht. Void Star vielleicht. Not LP. Damaging Engine with non-targeted abilities at over 9 range habe ich nicht. Scaling. We added. Zeit die Ellipse suchen. Hä? Okay, ich glaube, ich gehe mal einfach Voidstaff. Was ist das hier für ein Item? Oh, das ist Baby Voidstaff. Okay, cool. Es gibt ein Baby Last Whisper und es gibt auch ein Baby Voidstaff. Ich finde es auch actually nice, dass die Range des Spreads... Oh lol, der ist aber Level 13. Dass die Range vom Spread angezeigt wird. So, ich könnte für E-Max gehen als zweites tatsächlich. Oder ich Q ist halt mehr Stunts, ne? Aber ne, ich gehe mal lieber E-Max. Den Gegner zu stunnen ist zwar nice, aber ich glaube, die Chance mehr... Kommt sie hier vorbei? Ne, sie ist hier irgendwo. Ja, sie wird in die Mitte gehen. Sie wird sich denken, yo, da sind Kills, lass sie mal hingehen. Oder auch nicht? Oder auch doch? Amin, ich versuche gerade selbst so Kills zu ver... Er hat sich Wits End zuerst geholt? Amin, okay. Haben wir so viel Magic Damage? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich bin ich... Oh, okay, Seraphine haben wir auch noch. Nice.
Oh, scheiße, ich bin nicht ganz rausgeflasht. Leute, ich sag es euch jetzt, wie es ist, okay? Ich hasse diese Kaiser. Der Champion sieht so dumm aus. Like, look at this. Also ich meine jetzt nicht dumm im Sinne von, das Gameplay ist dumm oder sowas, sondern eher, wie sie auf dem Ding da rumfloatet und danced, während sie in Combat ist. Das sieht nicht... Ich sollte mir ein Hourglass holen. Naja, ich bin jetzt erstmal den Void Staff. Komm, ich hab jetzt schon angefangen, den zu bauen. So, hier ist der Baby Void Staff. Wir gehen Penetratus Maximus. Das neue Itembild. Ey, Drache, guck gleich. Lass die Maul. Ich hab immer noch die Folge gestackt. Wer fehlt mir denn noch? Mordekaiser. Gut, den will ich aber auch nicht anfassen, ne? Axambux Folly. Jetzt. Oh, Omnivamp. Okay. Oh, das Item ist gar nicht mal bad. Ich glaube, gar keins der neuen Dingens ist bad. Vielleicht die Tank-Items maximal. Ich muss halt echt sagen, Ludens ist zwar geil, aber ich glaube, es war ein Fehler, dass ich mir Ludens kaufe. Auch wenn Liandry's so ein Anti-Tank-Item ist, so womit ich generell overall agree, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Aber die fighten oben, Alter. Dann kann ich doch hier für den Drachen gehen, ne? Das Kader hier one-shottet mich. Ah, ne, die sind alle um. Okay. Ah, stimmt, Draven ist immer noch AFK. Stimmt, der Draven ist immer noch AFK. Ich habe schon das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, vielleicht pusht die um weiter. Ich sollte jetzt eigentlich ganz nice Damage machen können. Lass mal gleich nachgucken, ob wir Dinges nicht austauschen. Nee, Quatsch, das spiele ich noch, Leute. Hier, um Jungle Brand zu spielen und nicht um Games zu gewinnen. Games zu gewinnen ist natürlich immer nice, ne? So ist es nicht. Ich brauche einen kleinen Ticken mehr Gold gerade. Oh, nice, da ist es. Mein kleinen Ticken mehr Gold. Ich hole mir jetzt doch mal Liandry's. I mean, come on, das... Ludens ist cool. Keine Frage. But this is my babe. Das fühlt sich einfach... Es fühlt sich richtig an. Und jetzt stellt sich raus, ich habe damage-technisch gerade echt gut was an Dingens verloren. Wow, da steht sogar mittlerweile dran, wie kosteneffizient der Zurückverkauf ist. Ist der immer 70%? Later, bitch. Oh, oh. Haha, later, bitch. Lol. Oh, Leute, der hat mich ja mega last gemacht. Der hat mich ja zu Tode geordert, Tank. Go, Aatrox. Aatrox, get him. Ah, er hat seinen scheiß Wits End. Nur 61 Damage. What? Na, ich glaube nicht, dass ich mich mit Mordekaiser an kann. Vielleicht, wenn ich Rabadons hätte. Dann, I guess. Was hat er denn überhaupt? Ja, okay, das ist auch schon mal ein großes Problem. Was hat er überhaupt? Okay. Es ist doch leichter als gedacht. Ne. Oh, Aatrox. Get him, boy. Aatrox. Oh, das ist mein Junge, Leute. Das ist mein Junge. Das ist mein... Oh, warte, er stirbt. Oh nein, er wird wirklich sterben. Der Ramos snackt ihn. Go, Yumi! Save him! Yumi! Oh, what? Warte, jetzt, warte mal, das ist nur ein Magic Shield, ne? Warte, er hat ein Maw? Oh, okay, ich meine... Er war gegen Mordekaiser, I guess? Okay.
Okay, mein letztes Item ist Rabadons. Das ist der Rabadons. We got this, boys. Das ist mega, mega schwer. Ich wünschte, Draven würde wiederkommen, actually. Aber das ist so normal auf dem PBE. Ich weiß nicht. Gale Force, Dash. Oh, oh, okay, okay, okay. Er hat sich Gale Force geholt. I see, I see. Wäre jetzt natürlich schwieriger, ihn zu treffen. Er hat ja halt jetzt Triple Mobility eben durch die E. Also, er hat ja den Stealth davon durch die Ulti, womit man nochmal dodgen kann. Der brennt aus, oder? Ja. Boah, wir halten uns so gut eigentlich dafür, dass wir in der Unterzahl sind. Alter, Kaiser pusht da noch. Hallo? Krass, Mann. Wenn ich als Brand so mobil wäre, würden alle ausrasten. Hallo, Geist Dragon. Komm, Dragon. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich sterben. Okay, wir haben noch sehr viel Damage rausgehauen. That's fine. That's fine. Wir werden das Game jetzt aber auch langsam verlieren, wie es aussieht. Draven hat wohl auch nicht vor, wieder zurückzukommen. Es sei denn, wir kriegen einen richtig sicken Teamfight hin. Es sei denn, wir kriegen jetzt einen richtig fetten, sicken Teamfight hin. Schade. Warte mal, er hat Conqueror auch noch mit dabei. Oh. Okay. Okay, okay. Leute, ich habe wenigstens meinen 1 gegen 1 im Aram gewonnen. Ich habe sie durch Visage umgebracht. What the fuck? Oh, oh. Das sieht mir nicht so gesund aus. Is this winnable? Die sind da gerade komplett ohne mich. Oh nein, er hat keine E. Oh, nice. One dead. Okay, Kaiser muss sterben. Kaiser muss unbedingt sterben. Krass, wie mobil die ist. Ich sehe die Kaiser die ganze Zeit rumdashen, als wäre sie Kassadin. Lol. Oh, Leute, jetzt hängt sie den Cooler an ihrer Nicht. Oh Gott, okay. Preseason wird so bescheuert. I mean, es ist fein, dass sie bescheuert wird. Versteht mich da nicht falsch. Das ist natürlich auch der Moment, wo Riot rumexperimentieren kann und auch sollte mit neuen Items. Oder generell mit neuem Stuff. Aber es wird bescheuert. Ob ich das Game jetzt überhaupt noch zu Ende bekomme, das ist die Frage. Oh. Okay. Teuer Rabadons. 2500. Scheiße. I cannot afford this item. Okay, ich glaube, jetzt endet das Game sogar wirklich. Ich nehme hier nochmal so einen Trank mit wieder. Ein kleinen Ticken mehr Power.
Oh. Oh, der explodiert aber saftig, oder? Lol, ich hab ihn noch bekommen. Okay, I take that. Okay, boys, we in this. Ja, jetzt kommen die auch in die Mitte. Das wird jetzt die Schlacht um Helms Klamm, Leute. Für Frodo. Nee, warte, nee. Doch. Naja, das ist die Schlacht vor Mordor, Leute. Aber ich bin Mordor, denn ich werde angegriffen. Oh, lol. Ey, ich würde ja sagen, lass mal gegenpushen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Und Katharina hat den Fight gerade verloren. Sie ist mit meiner Ulti in den Morde reingesprungen. Ich würde jetzt lieben gerne rauspushen. Ich habe halt 20 Kills, Leute. Like, ich bin mega dicke. Ich frage mich gerade, ob ich mit irgendwas mein Bild nochmal erweitern kann. Oder beziehungsweise, ob das hier die perfekten Items sind. Aber ich mag das Leandris. Ist für sich schöner. Snack ich den 1 gegen 1? Okay, ich habe gerade mega hart reingeschissen. What's this? Gargold. Oh, was? 1100, das Schild. Okay, das Geld haben wir in unserem Leben, ne? Increase your armor by lala. For when she... Okay, mal, es gibt nicht mehr die Damage Reduction drauf. Ey, jetzt sagt nicht, wir gewinnen den Fight. Kann dieses Game nicht einfach. Okay, es ist zu Ende. Okay, es ist zu. Warte, Yumi lebt noch. Der Mordor macht. Leute, macht er das noch? Oh mein Gott! Okay, jetzt ist es wirklich zu Ende. Aber meine Fresse, Leute. Was für ein Game. Wir haben uns mega gut gehalten dafür, dass es 5 gegen 4 war. Lass uns kurz eben einmal den Damage Dealt anschauen, da würde mich jetzt mal wirklich... Also ich hatte schon das Gefühl, ich habe mordsmäßig viel Damage gemacht. Ups, hier sind noch kurz die Sachen vom Stream. Ich honor tatsächlich den Aatrox, Leute. Er war ein Krieger. Er hatte zwar Yumi meistens auf sich, aber er war ein Krieger. Mal kurz nachgucken. Oh, da war aber nicht bad, ne? Leute, nicht vergessen, das hier waren 4 gegen 5, was wir hier sehr, sehr lange gespielt haben. Aber ja, Leute, Jungle Brand. Also ich muss dir auf jeden Fall sagen, der Gegner sollte ein bisschen immobiler sein, wenn ihr vorhabt, Jungle Brand zu spielen. Die Kaiser und die Katha sind mir mega auf den Sack gegangen mit ihren ganzen Dashes. Gerade auch nochmal Kaiser durch das extra Item, was sie hat. Early Game fühlt sich ein bisschen weak an, scaled aber sehr schön ins Game rein. Gerade auch das Teamfight-Potential wurde nochmal sehr gut gebufft und auch das Skirmish-Potential wurde sehr gut gebufft, eben weil die eh besser spreaden kann, eben weil man die Ulti auch auf sich selbst bouncen kann. Es ist actually mega, mega nice, aber Leute, ihr könnt wie immer eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschüss, hau die rein und bis zum nächsten Mal.